Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Zen Garden Paraguay. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Videotagebuch von der Baustelle der Wohnanlage Zen Garden Paraguay. So, ich hatte es euch schon mal erwähnt, aber hier seht ihr es nochmal, die Mauer hier ist eben auch auf dieser Seite schon komplett verputzt. Und der große Baufortschritt diese Woche war, dass sie hier um die Ecke, da gehen wir jetzt hin, die Mauer eben auch schon weiter hochgezogen haben. So, kommt mal mit. Hier seht ihr, die Säule ist unten schon gemacht worden. Hier oben muss sie jetzt trocknen, das wird am Montag abgenommen. Dahinter ist eben auch schon der Zement und der Stahl. Kommt weiter mit. So, hier seht ihr das in dem Stadium, in dem unten schon zementiert ist mit dem Stahl. Der Stahl geht ungefähr 80 cm bis 1 Meter nach unten und ist in einem Fundament eingelassen. Hier geht er hoch und hier wird dann nächste Woche eben so wie da vorne und hinten Holz hingemacht und dann wird hier Zement eingelassen. Das sind die Stützbalken unserer Mauer. So, was ihr hier als nächstes seht, ist unser Einfahrtstor für uns privat, fürs Gartengrundstück. Also das hat nichts mit dem Einfahrtstor später für die Parkfläche zu tun, da kommen wir später noch hin, sondern hier geht es darum, dass es für uns ist, wenn wir zum Garten wollen, wenn wir hier schnell was hinbringen oder abholen, dass wir da eben nicht die Parkfläche benutzen müssen, wenn zum Beispiel jetzt schon alles voller Autos ist. So, bitte weiterkommen. Hier hinter dieser Wand wird auf der anderen Seite eine Holzhütte stehen, die für uns so als Lager benutzbar ist. So, und ab hier seht ihr, dass die Ziegel wechseln. Das liegt daran, dass ab hier das Haus des Hausmeisters stehen wird. Und dort haben wir eben, wie wir es schon öfters beschrieben haben, auf den Blogbeiträgen, die guten Thermoblocke. Übrigens könnt ihr euch bei Gelegenheit, ich werde es hier verlinken in dem Video, das ist glaube ich dann hier oben, die verschiedenen Ziegel, die es zu kaufen gibt in Paraguay anschauen. Ich erkläre in diesem Video, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind, wofür man sie hauptsächlich nutzt. Und vielleicht gibt es euch auch einfach einen Hinweis A auf unsere Bauqualität und B, falls ihr was anderes kaufen wollt, könnt ihr an den Bildern oft schon erkennen, mit was für Ziegel gebaut wurde und ob das wirklich eine gute Massivbauweise ist oder eher eine billige. So, kommt weiter mit. Hier oben noch eine Besonderheit. Hier wird schon eingebaut das Fenster vom Badezimmer vom Hausmeister. Also auch schön hoch, dass er seine Privatsphäre hat. Es ist leicht getönt. Und eben, egal ob er, seine Frau oder die Kinder, jeder kann duschen, ohne dass man in den reingucken kann auf dieser Höhe. So, was ihr hier seht, das wird ein Abhang sein, den wir begrünen werden. Da werden wir auch Sachen pflanzen, entweder Palmen oder Sträucher oder Blumen. Das wird hier noch mit Erde aufgeschüttet bis zur Oberkante des schwarzen Bereichs. Der schwarze Bereich ist der, den man als Feuchtigkeitsschutz nimmt. Das nennt sich Impacryl, diese Farbe. Das ist so eine Art Farbeteer, die einfach das Wasser abhält, also unten hält, sodass kein Wasser eben die Wände hochlaufen kann. Wenn ihr das anschaut, das haben wir überall. Also schaut mal unten an der Wand entlang. Überall seht ihr diese schwarzen Absätze. Ja? So, und das hier wird aufgeschüttet. Wir werden es dann mit Rasen begrünen und eben noch bepflanzen. Und hier vorne, wo ich gerade stehe, wo jetzt hier noch relativ viel Müll steht und Bruchteile der Ziegel, hier wird ein Gehsteig sein. So, jetzt kommen wir hier. Hier ist der Fußgängerhaupteingang. Der entsteht hier gerade. Im Moment seht ihr noch unser Baustellenstrom. Das ist natürlich später nicht mehr im Weg, sondern wird alles unterirdisch verlegt sein. Und wir gehen noch ein Stück weiter. Diese Woche waren sie richtig, richtig fleißig. Hier ist schon die Mauer, die auf der Rückseite der Parkfläche sein wird. Und hier die ganze kleine Mauer entlang. Natürlich wird es aufgeschüttet und Zufahrt. Das ist die Zufahrt zur Parkfläche. Das heißt, das rote Stück Mauer und das gleiche auf der anderen Seite wird die Parkfläche sein und hier ist die Zufahrt. Ja, das sind die Fortschritte, die ich euch heute zeigen wollte. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den Bildern, die jetzt folgen werden. Bis zur nächsten Woche. Tschüss! Jetzt schauen wir uns einfach mal an, was diese Woche passiert ist. Und zwar auf der Innenseite der Mauer
die vorhin Nathalie euch von der Außenseite gezeigt hat. Und zwar hier ist das große Einfahrtstor. Das heißt, ich stehe gerade auf dem zukünftigen Parkplatz und hier werden dann eben die ganzen Autos rein und rausfahren. Keine Überraschung bei einem Parkplatz. Und hier kommen wir zu unserem Personeneingang. Genau wie wir von außen gesehen haben, da kommt natürlich dann noch ein schönes Eingangstor dazu. Und hier wird natürlich alles so verändert, dass ein wunderschöner Weg da sein wird. Und die zwei großen Cocoteros, die hier rechts stehen, das sind übrigens keine lebendigen Bäume mehr, sondern natürlich geschlagene Bäume, die einfach als ja, Holzmast benutzt werden, in die Erde gesteckt werden, um eben einmal provisorisch, wir sehen das hier in der Mitte, den Strom und oben die Solarlampe zu halten. Und auf der anderen Seite der Cocotero ist eine Stütze zu dem Drahtzaun, der eben am Anfang, bevor wir mit der Baustelle begonnen haben, einfach hier aufgebaut wurde, um das Grundstück einzuzäunen. Viel interessanter ist das, was wir jetzt auf der nächsten Seite sehen, nämlich das sind die ersten Mauern vom Hausmeisterhäuschen. Und ich erkläre einfach mal, was es am Ende sein wird. Und zwar hier am Anfang, wo jetzt noch die roten Ziegel liegen, das sind Ziegel, die wir bei der Außenmauer benutzen. Also nicht beim Haus, sondern wirklich nur bei der Mauer. Hier kommt später ein kleiner Empfang und ein kleiner Kiosk her. Das heißt, wenn man reinkommt, ist hier gleich der Empfang, Kiosk. Wenn man irgendwie Kleinigkeiten braucht, so ist es verfügbar. Man muss nicht extra einkaufen gehen. Und Sie sehen, als Wand oder für die Wand zwischen Kiosk und Hausmeisterhäuschen benutzen wir die gelben massiven Ziegel. 1-2 Meter weiter, hier entsteht das Hausmeisterhäuschen. Und es ist aber nur ein Teil. Es wird noch weiter nach vorne gehen, damit natürlich auch mehr Platz ist. Man sieht praktisch jetzt wirklich nur angedeutet eines der ersten Zimmer. Und hier hinten in der Ecke sieht man schon am Boden vorbereitet, da kommt eine Wand rein. Das wird die Toilette. Und hier, wo man die gelb-schwarze Absperrung sieht, ich hoffe, man sieht das gut auf dem Video, oder wo die Ziegel in der Mitte liegen, hier kommt nochmal eine Holzhütte hin, und zwar als Lagerschuppen. Der Unterschied zwischen dieser Holzhütte und der Holzhütte, die wir ganz am Anfang gebaut haben, ist, die ist natürlich von den Holzbrettern dicht. Da kommt oben ein sehr, sehr stabiles Dach drauf, nämlich genau das gleiche, was wir auch hier benutzen werden und auch für unsere Häuser später. Und es wird natürlich hier dann als ein kleiner Komplex aussehen. Also man wird vom Dach her sehen, es ist durchgängig, das heißt Kiosk, Hausmeisterhäuschen und auch der Holzschuppen haben alle das gleiche Dach und es ist so einfach ein quadratischer Block. Wie gesagt, ist dicht, das heißt hier kann man auch Sachen lagern, während das Holzhaus hinten, man sieht es natürlich jetzt auf dem Video nicht, aber die Bretter sind nicht vollständig zusammen. Das sind immer, sag mal, ein halber Zentimeter Luft dazwischen, das eben hier auch schön klimatisiert ist. Das können wir später als Geräteschuppen nutzen, aber da können wir zum Beispiel kein Obst, kein Gemüse oder nichts dergleichen lagern. Denn wie gesagt, er ist nicht dicht, da kommen die Tiere, die kleinen Krabbeltiere natürlich problemlos rein und gerade bei der Lagerung von Obst und Gemüse wäre das richtig ungünstig. Also gehen wir weiter. Noch etwas. Ich steige jetzt gleich über eine Stufe. Und zwar, das Grundstück ist ja abschüssig. Das heißt, überall, wo im Moment die Mauer zu sehen ist, hier werden wir das Grundstück nicht auf ein Level anheben. Wir werden das natürliche Gefälle lassen. Hat auch einen Vorteil bei sehr starkem Regen. Das heißt, dann steht das Wasser nicht, sondern fließt ab, fließt zum Garten hin. Und da ist es natürlich genau an der richtigen Stelle. Wo die Häuser stehen werden, auf diesen drei Lot, da werden wir das Ganze auf ein Level nivellieren lassen. Das heißt, das ist eine Ebene. Und ganz wichtig ist, dass hier vor dem Hausmeisterhäuschen und auch hier Kiosk, Hausmeisterhäuschen und auch der Holzschuppen hier, die werden auch alle auf dem gleichen Level wie später die drei Hauskomplexe, die sechs Doppelhaushälften, stehen. Das einfach so als Information am Rand. Ja, und jetzt hinter mir sieht man die zukünftige Einfahrt zum Garten. Das heißt, hier geht es wirklich nur darum, dass wir, ja, egal was wir liefern wollen, was wir benötigen, was wir abtransportieren wollen, dass wir hier einen Eingang haben zum Garten, über den man natürlich dann auch, je nachdem, Lieferungen etc. zu den Häusern bekommen kann. Denn nicht alles soll natürlich über den Parkplatz angeliefert werden oder kann auch gar nicht angeliefert werden,
vor allem da der Parkplatz auf der einen oder auf den beiden Seiten im Grund, also auf dem Grundstück, natürlich dann auch begrünt wird. Das heißt, da kann man nicht ohne weiteres dann irgendwas entlang tragen. Es gibt natürlich für die Fußgänger, für die Passanten, gibt es Ein- und Ausgänge. Aber wie gesagt, wenn Sie sich irgendwas, keine Ahnung was, ein großes Tiefkühlgerät beschaffen, dann sollte man das natürlich über diesen Eingang anliefern, weil da kann man natürlich dann auch wesentlich näher zum Haus hin gelangen als über den Park. Danke fürs Reinschauen und bis zur nächsten Woche. Tschüss!